komm schon! Wo bist du, Max? Pass auf, da kommt jemand. Verstecken wir uns. Dr. Düster? Also, haben Sie das Geld? Das Geld? Aber Sie haben gesagt, wir könnten später zahlen. Ich habe meine Meinung geändert. Sie müssen noch heute den gesamten Betrag zahlen. Und der Tag ist in genau einer Stunde um Mitternacht vorbei. Sie können mich nicht aufhalten. Ich werde ein Vermögen machen, wenn ich Ihren lächerlichen kleinen Park in einen rentablen Schrottplatz verwandle. Verschwinden Sie! Wir haben noch genug Zeit, um das Geld aufzutreiben. Glauben Sie wirklich daran? Ich werde in genau einer Stunde wieder hier sein, um mir mein Geld zu holen. Andernfalls gehört das Schloss mir allein. Wenn wir nur den Schatz deiner Vorfahren finden könnten. In nur einer Stunde? Wie sollen wir das anstellen? Wir haben schon überall nachgeschaut, mein Liebling. Nein, meine Vorfahren haben sich wirklich allergrößte Mühe gegeben, den Schatz zu verstecken. Wenn uns nur jemand helfen könnte. Hast du das gehört? Nicht mehr lange und unser Park wird ein Schrottplatz sein. Aber wo sollen wir dann wohnen, wenn wir doch nur etwas tun könnten? Auf jeden Fall werden wir nicht klein beigeben. Wir müssen diesen Schatz finden. Er muss irgendwo im Schloss versteckt sein. Was für ein riesiges Schloss! Ja, es ist wirklich riesig! Wo sollen wir nach dem Schatz suchen? Ich weiß es nicht, aber wir müssen uns auf jeden Fall beeilen! Ja, und damit herzlich willkommen zum Let's Play Max und Mario, die Suche nach dem Zauberstab. Mit kleiner Verspätung, aber ich habe versprochen, dass wir es spielen. Dann gucken wir uns. Also, etwas Neues gibt es ja zum ersten Teil. Hintergrundmusik. Aber jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Diese Rüstung aus dem 14. Jahrhundert ist alt und staubig. Diese Rüstung aus dem 14. Jahrhundert ist alt und staubig. Und hier mal, was haben wir denn hier? Das ist eine Streichholzschachtel. Nein! Ja, hier gibt es einiges zu entdecken. Und mit dieser Lupe kann man sich alles anschauen. Hier müsste ja das eine Tür. Diese Tür ist abgeschlossen. Diese Tür führt in die Bibliothek. Und diese Tür? Das geht auch. Hier so. Nee, geht nicht. Aber die Tür führt in die Küche. Diese Tür ist abgeschlossen. Oh, schon wieder. Was haben wir denn hier? Ah, wird nicht kommentiert. Ja, schon. Wenn man hier so rumsucht, dann findet man auch immer etwas. Muss ich nicht die Treppe anschauen? Ich weiß nicht, hier muss. Gibt es irgendwo. Na. So etwas Leuchtendes. Danke. Wird hier überhaupt irgendwas kommentiert? Dies ist ein vergessener Moment. Jemand hat hier einst gesessen und die Zeit vergessen.
Jetzt kann die Uhr wieder um ein paar vergessene Minuten zurückgedreht werden. Ah ja. Also gucken wir uns hier noch rum. Dann gehen wir als erstes nach oben. Erste Etage. Hier gibt es aber eine Menge Türen. Welche sollen wir nehmen? Wir nehmen hier erstmal den Schlüssel mit. Den Schlüsselteil. Hier unten. Den vergessenen Moment. Und jetzt mal die Bilder angucken. Unter dem Gemälde steht etwas geschrieben. Hier, lies doch vor. Olga Nobelstein. 1734 bis 1799. Nähen ist mein Leben. Hubert Nobelstein, 1912 bis 1984. Das Tuten des Jagdhorns ist Musik in meinen Ohren. Genau, und hier die ganzen Sprüche, wo da unten dran stehen, das sind alles Hinweise für später. Das sehen wir dann gleich. Eduard Nobelstein, 1810 bis 1881. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Und auch... Ich muss auch die Übersetzer loben, geniale Übersetzung. Das Spiel kommt eigentlich aus Schweden oder Dänemark. Zumindest aus nördlicher Region und heißt da Magnus Ogmuggen. Agnes Nobelstein, 1917 bis 1927. Ohne meine Puppe gehe ich nirgendwo hin. Bertha Nobelstein, 1411 bis 1456. Mein Löffel war mein Liebstes. Ja, hier sieht man die ganze Person. Dann gehen wir mal ins Gästezimmer. Ein Zimmer. Glaubst du, es gehört dem Grafen? Das ist das Gästezimmer, Max. Hier ganz wichtig das Buch, den Hammerstiel und das Stück Papier. Aber wenn die schon längst weiß, dass auf dem Papier steht und das schon auswendig kennt, hör mal wieder zu. Was haben wir denn hier? Sagt die überhaupt irgendwas dazu? Ein alter Nachttopf. Im Innern ist ein Wasserfall gemalt. Schön. Auf diesem Gemälde ist René Nobelstein, der Franzose, zu sehen. Ach ja? Hier noch irgendwas? Ach ja, der vergessene Moment noch. Gab's hier überhaupt einer? Such, 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 such. War der nicht hier? Ich hab gemeint, hier gab's einer. Mach mal das Fenster auf. Durch die alten, verschwommenen Fenster hat man einen Ausblick auf den östlichen Teil des Schlossgartens. Ah. Ich find's gerade nicht mehr. Vielleicht kann man sich hier auch nichts mehr angucken. Ja, nichts mehr. Ja, dann gehen wir... Können wir da schon rein? Doch. Was für ein seltsamer Raum, Mücke. Wir können von hier aus die Sterne beobachten, Max. Oh, ganz toll. Ganz wichtig, Gummiband. Und der Schlüssel hier. So, dann kann man sich hier ein Buch... Merkur. Merkur? Ist der erste... Ist der erste Planet und am dichtesten an der Sonne. Hier kann man sich das Ganze auch vorlesen lassen. 4880 Kilometer. Ja. Und hier gibt's immer einen Weblink. Die Sonne bildet das Zentrum unseres Sonnensystems. Sie ist kein Planet, sondern ein Fixstern, der von der Erde und den anderen Planeten umkreist wird. Die Sonne besteht aus brennenden Gasen, die Licht- und Wärmeenergie ins All aussenden. Ohne das Licht der Sonne wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich. Alle Pflanzen brauchen das Sonnenlicht. Und ohne Pflanzen würde alles Leben auf der Erde bald erlöschen.
Aber keine Angst, die Sonne kann noch mindestens weitere 5 Milliarden Jahre scheinen. Die Oberfläche der Sonne ist ungefähr 6000 Grad Celsius heiß. Und im Innern dieses Fixsterns herrscht eine Temperatur von etwa 15 Millionen Grad. Die Sonne ist ungefähr 109 Mal größer als die Erde. Also jetzt wisst ihr was über die Sonne. Ich muss sich jeden anderen Planet angucken. Gehen wir zurück. Denn hier gibt es einen vergessenen Moment, den man hier die Sterne richtig platziert. Hinter Mars, Erde, Venus war das, dann Jupiter, Pluto war hier. Muss ich auch darauf achten, weil das hier ist ein bisschen unfair gemacht. Der äußerste Stern ist hier drüben. So, und Saturn, dann kriegt man vergessene Momente. Guckt man sich hier drüber. Max kommt nicht an das Teleskop heran. Ach, schade. Da hat sich ihr Entwickler bloß wieder sparen müssen. Das ist eine Karte des Mondes und seiner Krater. Das ist eine Karte des Mondes und seiner Krater. Ach ja. Ein Buch über das Sonnensystem. Lass uns mal sehen, was drin steht. Haben wir schon angeguckt. Ich habe am Anfang, wo ich das Spiel kriegte, immer gedacht, ich muss die Kiste hier rüberschieben, aber so weit war die hier noch nicht. Was haben wir denn da? Genau, hier ist Kinderzimmer. Mann, ein tolles Zimmer. Sieh dir nur all diese Spielsachen an. Ja, das muss das alte Zimmer des Grafen sein. Hier gibt's ganz viel zum Entdecken. Also hier erstmal den Stock mitnehmen. Ein Stück Papier. Den Hebel. Auf und zu. Dann gibt's noch einen Schlüssel. Dann kann man hier lauter Sachen anklicken. Hier zum Beispiel Schwarzschwein. Ein Zug. Die Kalkerpistole. Was noch? Das Feuerwehrauto. Das Flugzeug. Die Gitarre gab es nicht mehr, aber den Drache kommt man noch. Und ich sehe, dass ich extrem leise bin. Ganz toll. Egal. Dann spielen wir mal hier. Ein Dartspiel. Das kann gefährlich sein, wenn man nicht vorsichtig ist. Mal gucken, ob ich das noch kann. So, was hier. Hier gab. Bravo! Ah, nein. Ein richtiger Scharfschütze. Zu wenig Schmackes. Getroffen! Zu viel. Oh, ich kann das nicht mehr. Bravo! Ein richtiger Scharfschütze. Nicht richtig. Getroffen! Ja. Alter, wie geht das nicht mehr? Bravo! Ein richtiger Scharfschütze! Auf der weiße Regen, genau, und das zählt nicht. Was war das jetzt? Ups! Bravo! Ein richtiger Scharfschütze! Bravo! Ein richtiger Scharfschütze! Ein richtiger Scharfschütze. Bravo! Ein richtiger Scharfschütze. Das gibt's doch nicht. Volltreffer. Endlich. Gut gemacht. In dem Fach war ein kleiner Schlüssel. Wozu mag der wohl gehören? Ja, dann war's das mal mit der ersten Folge. Speichere mal kurz.
irgendwie speichern. Speichern, so. Dann geht's gleich in der nächsten Folge weiter.